Ja, gut, ne? Ja. Ja, Hallo. jetzt sind wir hier. Wieder Jens und die von der 833. Und wir wollen heute ein Adventure Craft durchspielen. Das ist hier It's Better Together. Ist das richtig? Ja, von Flottifosch, wie man hier an der Wand schön sehen kann. Ja. Ja, steht auch groß dran. Ja. Don't feed the squids. Also keine Tintenfische füttern, ne? Also. Ja, wenn du mal hier hinkommst, dann kannst du diesen Button hier drücken, dann hört man eine Melodie. Ich höre gerade nichts, weil wahrscheinlich meine Minecraft-Musik ausgestellt ist. Ja, war Ach, dann hörst du es in der Aufnahme natürlich später. So, vorbei. klar. Ja. Ja, warte, 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 warte. Ich habe hier jetzt Ton angemacht. So, wir haben hier Ja, schon das mal war eine. ein Lied. Ja, hier. Ja, man respawnt ja immer an Betten. Also waren wir da gerade schon drin bei Nacht, genialerweise. Denn dann wird man da ja halt wieder respawnt. It's better together für Minecraft 1.7.3. Ja, wir spielen es mit 1.8.1, aber wir können uns ja zwischendurch was zu essen cheaten, falls wir Hunger kriegen. Außerdem glaube ich, wenn wir auf Peaceful stehen haben, hier den Server, dann müsste das auch alles funktionieren, weil dann eigentlich die Hungeranzeige nicht runtergeht. Ja, Hallo und echt. herzlich willkommen zu meinem, ja, glaube ich schon, zu meinem zweiten Puzzle, Adventure Map. Aha. Bevor wir weitergehen, möchte ich nochmal jedem danken, die schon meine erste Map gespielt haben, und zwar Prince of Minecraft, ja. Ist leider nur für Singleplayer. Naja, kann man ja nochmal ein eventuelles anderes Adventure machen drauf. Diese Karte ist speziell für zwei Spieler gemacht. Also guckt euch um und schaut, ob ihr eine andere Person findet, die mit euch spielen möchte. Schon geschehen. Und ja, und dass keine anderen Player präsent sind, also gegenwärtig sind. Tja, wir sind so zweit. Ein Zwei-Leute-Server. Ja, mehr dürfen auch nicht drauf. Genau. Now for the rules of this map, also die Regeln dieser Karte. Nicht kaputt machen. Also was Blocks angeht, Minecarts oder was auch immer. Ja, kann man einhalten. Ja. Only use items in chests, buttons, viewers, dispensers, etc. Also nur die Items, die vorhanden sind, benutzen. Ich denke mal, das ist ja klar aus jeder Puzzle Map. Ja. If you do, don't blame me for puzzles that aren't working, which happens a lot in my previous map. Also, wenn man irgendwas kaputt macht, funktionieren die Rätsel wahrscheinlich nicht mehr. Ja, klingt logisch. Und ja, dann keine Mods, keine Cheats, keine Hacks oder so weiteres. Verbrennen ist erlaubt. Also, ich denke mal, wenn da irgendwie Wolle oder sowas ist, Ja, genau, und dass wir ein oder Feuerzeug Holz, haben. dass man das kaputt. Ja, genau, ich denke mal, das wird dann in so einer Kiste drin sein. Ja, man darf Spaß haben. Juhu! Und die Map-Optionen. Schwierigkeit auf Peaceful, das haben wir. Render Distance on Short, da gucke ich mal eben, was ich da Tja. eingestellt habe. Natürlich Far. Und machen wir Short draus. Ja, keine Creeper sollen die Puzzle kaputt machen, klingt logisch. Ja, wir sollen ihn dann hinterher noch anschreiben, falls wir ein YouTube-Video gemacht haben. Können wir ja dann machen. Und ja, falls irgendwelche Bugs da sind, sollen wir ihn darauf aufmerksam machen. Ja, dann werden wir mal Die Leiter raufgehen. hier gleich hochgehen. Na ja, Ich will möchtest du rechts rechts. oder links? Dann gehe ich links. Ja, wir haben eine leichte Verzögerung jetzt in unserem Gespräch. Aber das liegt am Internet, also. Lalalala. Die ewige Leiter. Ich habe gerade beim Anfang schon mal die Map von außen gesehen, also riesig. Player One, das bin ja wohl ich dann, ne? Ja, ich bin Hier ist Player ein 2. Button.
Tschüss. Lass mal drücken. Tür zu. Oh mein Gott. Aua. Welcome today. We are going to clone your body. Keep hands on... Oh, das war zu schnell. Scanning body. Das sieht aus wie ein Dispenser. Wow, Lava. Aua. Wait for it. Ist aber ein langsames System. Au. Oh, Hilfe. Ah, Tachchen. Oh mein Gott. Wow. Ein langer Text. Ich und möchte Betten. Schlafen. Oh, scheiße. Muss ich mir das jetzt alles durchlesen? Das könnten wir tun. Wir könnten aber auch einmal dran vorbeilaufen und die Leute, die sich das anlesen, durchlesen wollen, können sich das angucken. Also ich denke, wenn jetzt jeder einmal langsam dran vorbeigeht und du könntest mal ins Bett gehen, ne, dann klappt das schon. Ja, aus dem Bett kann man es ja auch noch lesen. So. So halbwegs. So, ich gehe einmal hier dran vorbei. Ja, hier nochmal die untere Reihe nochmal, ne. Ich denke mal, wenn wir das Video hinterher zusammenschneiden, dann werden die Texte gleich sein. Ja, das denke ich auch. Warte mal, steht bei dir als erstes, ich habe einen Affen erwartet. Ja. Ja gut, dann sind die Texte eh gleich. Ja, und am Ende steht viel Glück. Hey, warte auf mich. Don't panic. Also der hat das wohl sehr einfach gemacht und neben mir steht halt mein Klon und ja, dann versuchen wir das einfach mal. Ich denke mal, wir müssen hier den Dingens machen. Den Schalter betätigen, ja. Oh, Tür offen, perfekt. Oh. Ja, das ist doch schon mal gut. Wow, er ist beeindruckt. Okay, Rätsel 2. So, tja, hier sieht's ja aus, als müssten wir einfach den Button drücken. Lass gleichzeitig. 1, 2, 3 und. Tada! Hey, eine Chest. Ich hab Papier gefunden. Ja. Also, hier ist eine Holz-Pressure-Plate, da könnten wir was drauflegen. Und wenn ich mich da drauf stelle, kommt da bei dir was hoch. Ja, warte, pass auf. Ich schmeiß dir das mal so durch. Ja. Und dann stelle ich mich hier drauf. Oh ja, jetzt kann ich hier dann hoch und das nehmen. Hoch. Und auf die Holzpressure-Plate legen. Jetzt musst du mich aber noch wieder hochlassen, ne? Oh, Hilfe. So, oben. Da haben wir ja ungefähr 5 Minuten Zeit, ne, bis das Papier verschwindet. Oh. So, ja, ich spiele mit meinem Laptop deswegen. Also 1, 2, 3 und... Offen! Ja, ich hab's gesehen. Sind wir schon bei 4, haben wir gerade halber. Runter. Warte. Soll ich mal rüberspringen? Ja, mach mal. Oh, warte mal, es gibt ja bei 1.8 ein neues Feature, jetzt hänge ich hier in dem Spinnennetz fest. Da können wir doch sprinten und, ja, sprinten ist zweimal tappen, ja. Wow, das springt aber weit. So, jetzt stelle ich mich mal hier rein, was passiert dann? Weil kommt bei dir rechts raus. Das klappt irgendwie nicht. Vielleicht, wenn ich mich bei mir drauf stelle, vielleicht passiert dann was anderes. Ach, schon wieder dieses Spinnennetz. Ich denke mal, dann wird bei mir das Ding aufgehen, ne? Ja. Nein, fail. Warte. Ja. Nein, fail. Ich hab Zeit. Ja. Also es ist jetzt erst 23.23 Uhr, also ist noch ein bisschen Zeit zum Aufnehmen, ne? Alter, was ist denn hier los? Ich hasse meine Laptop-Tastatur. Ja, springen ist die schwierigste Aufgabe an der ganzen Map. Ja, was war los? Okay, jetzt kann ich
Bleib drin, dann kann ich hier raus. Okay, wenn ich mich jetzt hier reinstelle, kannst du zurück und vielleicht in der Mitte drücken.